Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich könnte schwören, im Hintergrund läuft gerade das Sitz-Thema. Ne? So, in der letzten Folge haben wir hier die Story in... Oh Gott, Leute, passt auf. In der letzten Folge haben wir die Sachen bei Dings erledigt, bei der Gold Sosa, ne? Wir haben hier Kate Siffert uns verraten und unsere Gruppe verlassen auf ewig, so wie es ausschaut. Und ja, wir sind jetzt mehr oder weniger hier gerade am Start des neuesten Kapitels und wir haben gerade, ich dachte, da ist ein Tomb Raider oder so am Liegen. Und ja, wir sind jetzt hier wieder im... Ah, ich kann nicht umrennen, stimmt. Im, ja, weil ich hier neben Quest-Modus, sage ich mal, ne? Wir haben jetzt hier die Welt offen. Wir können jetzt mit Sids Schiff durch die Gegend, also unserem Flugzeug, was jetzt ein Schiff ist, durch die Gegend düsen, ne? Und kann ich mal da hingehen irgendwie? Passiert da jetzt irgendwie was? Irgendwie nicht, ne? Ich habe noch nicht genug, oder? Wo, ich weiß auch nicht. Sollte ich mal vorbeischauen, ne? Und ja, überall haben sich jetzt hier irgendwie Nebenquests aufgetan. Ich glaube, auf jedem Kontinent ist jetzt irgendwie eine Nebenquest, die sich hier aufgetan hat. Deswegen gucke ich mich jetzt hier mal um. Ich habe schon direkt gesehen, hier ist irgendwie was. Also gucken wir mal, was hier los ist, ne? Was hier so abgeht. Mir ist ehrlich gesagt relativ egal, was wir jetzt machen. Hauptsache, wir machen irgendwas. Du, wer bist du? Was hast du zu tun? Wir denn da? Die freundlichen Helferlein vom Strand. Welch eine Ehre. Kann ich irgendetwas für euch tun? Nach Johnny fragen. Das sind zwei sehr verschiedene Leute. Nach Hoyo? Was der Herr Professor da am Strand gemacht hat, kam überraschend, nicht wahr? Darüber reden wir jetzt erst? Allerdings war das, wie er mir im Nachhinein nachvollziehbar erklärt hat, ein sehr, sehr wichtiges Experiment. Leute sind gestorben. Sind leider nicht von der Hand zu weisen. Aber dass wir dazu beitragen konnten, Shinras bedeutende Forschung voranzutreiben, freut mich als Bürgermeister außerordentlich. Nach Schäden in der Stadt fragen. Ach ja, es gab ein paar Verletzte, aber alles halb so wild. Und dann einfach nur, wie bald seine Waffe am Nachladen ist. Komischen Umhangfritzen endlich los. Und dafür bin ich dem Professor unendlich dankbar. Und dann erst die großzügige... Man hört noch ein weiteres Nachladegeräusch. Netten Entschuldigungsworte, die Shinra uns zukommen ließ. Johnny. Johnny? Ah, dieser undankbare Junge. Der lässt sich gerade als Held feiern, der die Stadt vor dem Untergang bewahrt hat. Aber seiner Bruchbude von Hotel wird das auch nicht helfen. Die muss er sicher bald dicht machen. Ja, warum rede ich mit dir über die ganzen Sachen? Aber schwamm drüber, das sind Geschichten von gestern. Wir sollten vielmehr an unsere goldene gemeinsame Zukunft denken. So ein Schleimer. Ich hätte da auch gleich etwas. Meine Alleskönnerin könnte nämlich ein wenig... Boah. What? Eine Alleskönnerin ist hier? Ah, ist sie vielleicht eine Bekannte von euch? Was für ein Zufall. Ihr müsst wissen, es gab hier in letzter Zeit Vorfälle, wo einige unglückliche Strandgäste Opfer von Meerestieren wurden. Also hatte ich diese Alleskönnerin beauftragt, sich darum zu kümmern. Aber bisher hat sie hier nur Party gemacht und keinen Finger gerührt. Aber bitte sag mir, sie läuft hier in den Strand auf Outfit rum. Hier einen stattlichen Vorschuss gegeben habe. Jedenfalls würde ich euch nun gerne bitten, diese Kreaturen verschwinden zu lassen. Und die Alleskönnerin im Anschluss gleich mit. Das wäre ein gerechtes Ende für diese unverschämte Göre. Alter, was ist mit dem Typen los, ey? Ja, ein paar Leute sind gestorben. Ja, dieses Mädchen, ja. Ich will, dass ihr sich... Stimmt. Ich will, dass ihr euch um sie kümmert. Alter, wie ist der zum Bürgermeister geworden? Zurück zur Alleskönnerin. So, wenn wir schon dabei sind, was ist hier für eine Mission? Der Gold Cup. Oh. Wir sind ja am Gold Cup Timing. Okay. Warum nicht? So. Jetzt möchte ich aber erstmal die Quest hier machen. Schon aufgeregt? Wo kann man hier welche Klamotten hier ändern, da Leute? Wenn wir schon mal hier sind. Sagen wir, wenn ich hier tun, immer die Klamotten ändern. Er ist ja nur hier, ne?
Trinkst du mir dann vor. So, warte mal, kann ich da alle so umändern? Naja, stimmt, sie hat ja jetzt auch wieder was Neues. So, damit rumlaufen. Sehr schön. So. Shinra. Ja, Barrett braucht mehr Klamotten. So, laufen wir jetzt alle so rum. Muss sie jetzt nicht wieder alle aktivieren, ne? Sehr gut. War eigentlich nur von Yuffie geändert gerade. Ja, voll putzig aus mit den Klamotten. So. Wo ist denn jetzt die Quest hier? Ja. Zeigt so alles, Könnerin. Mich da irgendwo hin teleportieren? Ne. Da muss ich halt laufen. Upsala. Falsches Spiel. Was weg, Junge? Vorhin da wegnehmen, so wie in GTA. Da habe ich aber auch gerade eine Truppe Yuffie, ne? Ja, weil Yuffie die ganze Zeit so nah an mir dran ist. So, hier bin ich schon wieder falsch. Ich muss dahin. Aus dem Weg, Leute. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, weg, weg. Aus dem Weg. Ich kann sogar da runter. Na. Ah, Stufen. Warum kommt ihr mir in meinen Weg? Wie komme ich hier nochmal runter? Hilfe. Wie komme ich runter? So. Na, guck mal. So, oh, die Bratin. Die kennen wir doch. Ich hätte gern etwas Kühles zu trinken. So, wo bist du? Wer nimmt mir ja. Alter. Was ist denn hier los? Musik, die kenne ich. Da bist du. Du Jobklauerin, du Job. Ich bin jetzt auch hier geschäftlich unterwegs. Gerade im Urlaub sitzt das Geld schließlich besonders. Ist das eine Anspielung an Yuffie? Als sie im Original einen Shop aufgemacht hat in Costa del Sol. Sie hat wortwörtlich im Original Materia verkauft. Im Original. Hast du nicht einen Auftrag zu erledigen? Alter Langweiler, du hörst dich ja schon an wie meine Oma. Ein Mädchen will halt auch mal seinen Spaß haben. Außerdem war ich alles andere als untätig. Ich habe das Versteck der Viecher nämlich schon ausfindig gemacht. Fehlt also nur noch jemand, der sie zur Strecke bringt. Lass mich raten. Ich? Genau. Die Chefin hat ihren Teil schon getan. Nur du bist im Verzug. Tu mal was für dein Geld. Unmöglich. Ich meine, so dreist bin ja nicht mal ich. Aber wenn wir nichts unternehmen, zieht sie den Namen Alleskönner in den Dreck. Hm. So sieht's aus. Also, hopp, hopp. Ich habe dir sogar schon ein Rezept rausgesucht. Ungeheuer sind ganz verrückt nach diesem Fraß. Musst nur noch die Zutaten für die Synthese zusammensuchen, Cloud. Bitte. Leg den Köder dann einfach dort aus, wo man gerade nicht... Legendärer Köder. Was soll's? Kommst du mit? Schlüssel zum... Oh, kommen wir jetzt endlich in diese Tür. Die Köder sind anscheinend super duper selten. Jedenfalls konnte ich sie hier in Costa nicht auftreiben. Hm, wirst dein Glück wohl woanders versuchen müssen. Das alles können Kiri abzuschließen und Junge wird ein längerer Köder benötigt. Länge kann es auch ein Zylinder erscheinen, also was auch immer. Gongaga-Region, Ranke des Gorbs. Warte mal, habe ich die jemals benutzt, die Sachen? Nein. Ach, der da. Ach, er ist auf dem Surfbrett, ich wollte schon sagen. Kommen wir jetzt in diese eine Tür hier hin, die wir schon mal gesehen haben. Erstmal muss ich gucken, ob ich das Ding überhaupt herstellen kann, ne? Habe ich die Bossmaterialien? Nein. Rank des Großbohrbulls? Nein. Ach, muss ich da noch mal gegen die Viecher? Das sind doch diese Bosse, oder? Muss ich da noch mal gegen die kämpfen? Jabba-Wockhorn. Ja, da muss ich noch mal gegen die kämpfen, ne? Oh. Dann werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen, ne? Ich werde jetzt nicht noch mal aufnehmen, wie ich noch mal gegen die kämpfe. Ich muss erstmal gucken, ob das überhaupt klappt, so.
Ja, dann wird der ja erstmal auf Eis gelegt, der Dings hier. Wir können ja Chocobo rennen, Mann. Wir können auch ein bisschen Karten spielen, ne? Rihanna. Mir sagen, ich egal, was wir machen, hauptsache irgendwas. Ich kann ja nicht schnell reisen, ne? Boah, Leute. Na gut, dann gehen wir zu Fuß. Mir sagen, ich vollkommen egal, was wir machen, außer wenn man irgendwas, ne? Es ist halt wieder eher so Nebenquesting hier, ne? Machen wir ja das Kartenspiel, damit wir halt weg haben. Da ist eins. Was? Leute, Vorsicht. Warte mal, hier sind ja auch nur so Quests, ne? So Kartenspiel. Ja, ne, da gab es doch voll coole Karten zu gewinnen, oder? Willkommen beim Karneval. Lass mich mal hier schauen. Da gab es irgendwie voll coole Karten, ne? Ja, Herausforderung, Cloud. Das Blatt des Gegners liegt offen auf dem Tisch. Ich mir sagen, ich kann Charakterkarten hier einfach so freischalten. Oh Gott, oh, hier müssen wir wieder so ein Rätsel machen, ne? Okay, da ist er. So, oh Gott, wie ging dann das Spiel nochmal? Ja, okay, aber wenn ich ja nur ein Rätsel erledigen muss, dann glaube ich nicht, dass das so schwierig sein wird, ne? So, ich habe die Beine erledigt. Okay. Was kannst du denn? Steigt die Stärke dieser Karte auf 7 oder höher, als die Stärke vom Verbündeten kann, auf diesen Effekt betroffenen Feld um 7. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Okay. Naja, ich brauche 2. Ja, das wird schon mal nichts. Ah, okay. Mal starten. Okay. Was ist mit dir? Warum bist du kaputt gegangen? Wenn diese Karte geschwächt wird, erhöht sich die Stärke von Müllen kann auf diesen Effekt betroffenen Feld um 4. Oh. Oh, warte. Warte, dann muss ich ihn hier im platzieren, ne? Dann packe ich Cloud hier hin, ne? Jetzt mache ich das hier. Er wird geschwächt, tut ihn auf 7 erhöhen und dann tut er alle aufs verstärken, ne? Ja. Hab ich gewonnen? Ich glaube, ich habe gewonnen, ne? Ja. Okay, ja, voll chillig. Dann kann ich auch voll einfach Karten farmen auf diese Weise, wenn das hier so Rätsel sind. Okay, dann machen wir das. Durch mein Kartendeck hier voll hochballern, ne? Cool. Also wird da mein ganzes Deck gleich aussehen. Bald, los geht's. Okay, wenn das alles so Sachen sind, ne, dann wird das ja wohl machbar sein. Okay. So, Barrett. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten von auf diesen Effekt betroffenen Feld um 8. Wenn diese Karte zerstört wird, reduziert sich die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten auf diesen. Okay, das heißt, den muss ich irgendwie erledigen. Okay, das hier könnte ein bisschen schwieriger werden, glaube ich. Irgendwie muss ich dich schwächen. Irgendwie muss ich Barrett da unten platzieren, habe ich so ein Gefühl. Stärke von um 8 reduziert. Was? Reduziert sich die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten von diesem Feld. Ah, wie zerstöre ich diese Karte? Oh Gott, wenn diese Karte jetzt die Stärke von Verbündeten. Okay. Tun wir erstmal ein bisschen free. Wenn diese Karte von Verbündeten, wenn sie damit zerstört. Wenn diese Karte ausspielt, sich die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten auf diesen Effekt und der zerstört alles um die herum, ne? Tun wir erstmal ein bisschen free. Also die Stärke von Verbündeten von diesen kann ich gar nicht. So, warte mal, wenn ich das mache, dann wird die zerstört, ne? Okay, die behalten aber immer neue Punkte. Was? Ne, tun sie nicht. Hm.
Ja, wählt sich die stärksten verbündeten Karten darauf. Mal so. Muss ich aber ganz genaues machen. Wenn diese Karte zerstört wird, sich die stärksten verbündeten von diesen würde. Warte mal, wie weit geht das? Ich brauche 3 hierfür. Naja, da wird nichts. Ah, da muss ich wieder genau die richtige Kombi finden. Ne? Ich erinnere mich an so ein Yu-Gi-Oh! Spiel von damals. So. Genau, Spiel jetzt die Stärke von Verbündeten und Gegner kann auf diesen Effekt treffenden Dings. Wenn ich dich als erstes erledige, ne? Dann tust du die Sachen um dich herum schwächen, ne? Am besten wäre, wenn ich ihn ja. Erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten von diesem Feld betroffenen Feld um 3. Machen wir mal so. Ich baue ja 3. Ja. Ich kann das so versuchen. Dann platziere ich. Obwohl er bringt nichts. Na, bringt nichts. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich muss ihn auf ihm platzieren. Ne? Ja, wenn diese Karte ausgewählt sich die Stärke von Verbündeten. Was kann ich denn als erstes machen? Ich kann. Diese Karte zerstört sich die Stärke von Verbündeten von diesem Effekt um 3. Machen wir mal so. Obwohl, ne, er bringt nichts. Ich muss ihn auch vorher ausspielen. Okay, noch mal. Okay. Wer hört sich die Stärke? Was muss ich denn jetzt erst machen? Wenn diese Karte. Ich habe so gefühlt, das hier muss ich irgendwie als erst machen. Aber ihn würde ich am liebsten hier platzieren. Kann ich irgendwie schaffen? Nee, ihn kann ich nicht in der Mitte da unten platzieren. Nee, ihn kann ich nicht in der Mitte platzieren. Ich habe so das Gefühl, das hier war schon richtig. Nee. Irgendwas sagt mir, das hier war schon richtig. Vielleicht. Da ist eine Menge Sachen, die ich hier kaputt mache dadurch. Die Schärfe. Hey, da komme ich gar nicht rein. Warte mal hier. Hier, hier. Ne, er bringt nichts. Ah. Ne, irgendwas anderes muss ich da machen. Lass mal kurz nachdenken. Okay. Was sind meine Optionen? Wird die Stärke von Verbündeten auf diesen Spektrum. Wenn diese Karte ausspielt, wird sie Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten. Das heißt, wenn ich dich hier platziere, passiert nichts, weil das nicht geht. Ich kann nur dich hier unten platzieren oder hier. Wird sich die Stärke von Verbündeten von diesem Feld um. Also mal so. Irgendwann muss ich die Lösung ja herausfinden. Ne? Dann machen wir mal so. Ach, er tut nur eine erledigen. Boah, Leute. Boah. Ja, jetzt kann ich gar nichts machen. Naja, bringt nichts. Ja, ich glaube, da oben ist schon richtig. Ne? Mit dem Bomber als erstes, oder? Wie hat sich die Stärke, wenn diese Karte zerstört wird, die Stärke von Verbündeten von diesen auf. Machen wir mal so. Die Stärke von Verbündeten auf diesen. Die Stärke von Verbündeten kann von diesem Effekt betroffenen Feld um 3. Ne? Dann wird seine Stärke erhöht. Ne? Ne? Ist so schwierig, ne?
kann ich eh nicht reduzieren. Machen wir mal so. Jetzt hat er da immer noch 3. Verdammt. Obwohl, ne, schade. Ah. Was ist denn noch so für Optionen, ja? Hm. Wenn diese Karte zerstört wird, sie sterben von Bögen auf diesen. Und sie damit zerstören. Da macht eigentlich nur Sinn, erst ihn und dann ihn, ne? Zu platzieren. Machen wir das mal so. Das hat einzige, was ich noch nicht aus. Aber da macht er ihn ja auffällig, ne? Also langsam weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Hm. Warte mal, jetzt habe ich da 5. Ne, warte. Ich glaube, ich habe ja was. Ich glaube, ich habe ja was. Wenn sie ausgespielt wird, ne? Dann platziere ich ihn noch da, dann habe ich da 9, was nichts bringt. Aber ich kann auch Barrett gar nicht da spielen. Ah. Was will ich denn ja machen? Ja, bringt nichts. War, ich habe ja schon die alles ausprobiert. Aber ich glaube nicht, dass das. So, wir mal so. Ne, das ist eine Verschwendung. Egal, versuchen wir mal. Ich muss alle Kombinationen hier ausprobieren. So, das reicht alles nicht. Ich kann Barrett nirgendwo platzieren, dass das irgendwie was bringt. Ja, ich kann ihn da platzieren, aber bringt doch nichts. Nein, komm, was muss ich denn machen? Ja. Vielleicht muss ich ja gar nicht den benutzen. Wenn diese Karte zerstört wird, ist sie stärker von verbündeten Karten. Habe ich aber auch schon versucht, ne? Irgendwas sagt mir, ich muss das hier so machen, um ihn zu erledigen, weil er hat genau 8 HP. Das heißt, ich muss das irgendwie so machen, dass Barrett hier platziert wird. Also wie kriege ich das hin? So. Dann habe ich einen Punkt da. Aber reicht das schon, um die alle zu erledigen? Was zum... Jetzt muss ich irgendwie noch 3 Punkte hier hin platzieren. Ich weiß auch genau wie. So war mal, ne? Jetzt habe ich hier 3 Punkte, ne? Jetzt nehme ich den die 8 Punkte hier weg. Ja, jetzt habe ich auch immer noch einen Bomber. Ja. Ich habe so das Gefühl, ich bin so auf den richtigen, ich bin so auf der richtigen Spur. Ich muss Barrett da in der Mitte platzieren. Und wie mache ich das? So war noch mal so. Weil das ist alles, was ich brauche, um da hinzukommen. Wenn er sich die Stärke von Wirken auf diesem Feld um Dings. Hm.
Oh, warte. Klappt das? Ne. Oh mein Gott, was muss ich hier machen? Das gibt's jetzt nicht. Hab so ein Gefühl, ich muss die hier. Hab so ein Gefühl, das hier ist schon richtig, ne? Das hier ist richtig, habe ich so ein Gefühl. Dann brauche ich nur eine Karte, um die alle zu erledigen. Einzige, was ich ja noch nicht versucht habe. Jetzt habe ich da nirgendwo Karten. Obwohl. Oh mein Gott. Wo ist das? Weil irgendwann hat man ja alle Kombinationen durch, ne? Irgendwann muss man das ja richtig kriegen, ne? Oh mein Gott, das kann ja noch ein bisschen dauern. Als soll's. So, weiter. Tiefer. Ah, sogar die anderen kann ich hier alle. Ich alle in mein Deck packen. Ich hoffe, die sind nicht alle so stark und einige von denen sind irgendwie so ein Sterne Karten oder irgendwie sowas. Mich die auch ausspielen kann. Oh, guck mal, ist sogar. Gewährt bei einem Sieg der Reihe eine Ablegung wurde ein Punktebonus von 5. So, tiefer kann ich zum Beispiel reinpacken, locker in mein Team. So. Ja, wenn ich eins weiß, dann, dass der Kaktor hier zu platzieren immer eine gute Idee ist. So, plus 10. Was? 23. Realistische Verbindung und gegnerischen Karten auf diese Beutel. Ich finde, geht er ja schon wieder los. Gott. Wenn ich die Stärke verbinden kann von diesen noch warte. Ah, da bringt aber auch nichts. Jetzt müsste eigentlich eine Reihe, glaube ich, noch follow. Ersetzt eine verbündete Karte und die Stärke von verbündeten Karten im Bereich vom Werk der zerstörten Karte. Um rechts. Oh, warte. Was zum. Da, der hat den Bonus da gegeben. Warte. Ne, irgendwie nicht. Irgendwie hat das nicht geklappt. Das sind 12, das wird nicht reichen. Okay, aber das sieht einfacher aus als Barrett, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Ich meine, ich kann nur mit dem Kaktor anfangen, ne? Das heißt, wenn ich von hier aus weitermache. Wieso habe ich den einen denn zerstört bekommen? Also mal so. Wieso habe ich ihn denn zerstört bekommen? Kann den Kamera ich um den Weg das
Ja, du wird die stärkt verbünden keine Verfechter um den Wert der zerstörten kann. Oh. Da bringt aber nichts. Irgendwie sehe ich aber nicht. Ich kapiere den Effekt irgendwie nicht. Ah, noch mal. Da kann ich ja noch als erstes machen. Ich kann das hier machen. Aber ich kann doch den Kaktus eigentlich nur da platzieren. Aber bringt mir denn ihn irgendwo anders zu platzieren? Mach mal so. Ich kann ausspielen, Rezitschäfer, wenn er gegen schon auf diesem. Ah. Von wo kriegst du denn 23? Von allen einfach. Na, wieso ist denn der jetzt. Warum ist der Bonus jetzt weggegangen davon? Da verstehe ich nicht. Naja, funktioniert auch nicht. Obwohl. Ne. 11. Na. Ah. Ah, da wird mich jetzt ja die ganze Stunde ja. Wird ein sehr langer Part. So, warte mal. Wenn ich dich schwäche, dann. Wenn man sagt mir, ich muss das hier machen. Jetzt bin ich hier mit meinem Kaktor und der hat nichts, was ich machen kann. Ich muss den Kaktor da oben passen. Der Kaktor macht nirgendwo anders den außer da oben. Ihn muss ich hier platzieren. Ich verstehe immer noch nicht, warum das so weit runter geht, wenn ich das hier mache. So, okay, sehen wir alles hier hin. Ne? Dann haben wir hier einen Gleichstand. Genau. Warte, warte. Ich glaube, ich habe ja was. Let me cook, let me cook. Wie die Jugend heutzutage sagt. Ne, warte. Warte mal, er setzt ihn. Wir sind dann immer noch auf 6 Punkte. Ne. Dann platziere ich sie hier hin. Ne? Easy wird verstärkt. Und bam. Haha. Genau. Muss nur wissen, wie die Dinger funktionieren. Overkill. Alles klar. Oh mein Gott. So, und sie ist sogar eine ziemlich gute Karte. Ein. Sie hat nur einen Kosten und. Gibt so einen Bonus, richtig geil. Mehr von denen bitte. Dann würde ich mein ganzes Deck hier so nach dem bauen. So, Aris, du tust auch bestimmt Karten zerstören, ne? So, wer ist das denn hier? Leviathan. Oh. Solange sich diese Karte auf dem Spiel verwendet, sich die Stärke verbündeten kann auf Fact auch so nehmen an. Okay, wenn diese Karte ausspielt, wird Karte gefilmt und kleine Hand zugefügt. Hm. Was ist das denn? Judikator. Entsprechend, da kannst du gesteigt Stärke um 1. Okay, oh Gott. Dich muss ich irgendwie platzieren. Dich kann ich nur so platzieren. Dich muss ich so. Ich wusste, du zerstörst irgendwas. Ah, oh, guck mal hier.
So. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Nee, ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Okay, ja, also war ja klar, war nicht beim ersten Mal schon. So, was machen wir denn hier? Ich könnte sie auch hier platzieren, damit Leviathan verstärkt wird, ne? Der macht dann hier ein paar Gegner platt, ja. Platziere ich dich hier hin. Dann kann ich den Judikator dahin platzieren. Ja. Ja. Nee, doch. Aber okay, da war jetzt nicht so schwierig. Sehr gut. Das macht Spaß. Weiß nicht, ob mir hat gefällt, einen ganzen Part hier mit zuzubereiten, sowas hier zu machen, aber was soll's. Ich muss sowieso versuchen, ob ich diese Dinger hier farmen kann, ne? Von daher, was soll's, ne? So. So, Red 13. Ich bekomme ja vorgegebene Sachen, ne? Von daher ist das ja egal. So, die Frage ist nur, ob ich das alles schaffe, ja. Alter. Der hat eine Uhr. Wenn diese Karte geschwächt oder reduziert wird. Der hat nur ein Ding hier? Als what? Wenn diese Karte geschwächt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten auf von diesem Effekt betroffenen Pferd um 2. Das ist aber krass. Ich habe gesagt, für ihn muss ich als erstes ausspielen. Diese Karte reduziert sich die Stärke von verbündeten Karten. Nee, jetzt kann ich ihn ja gar nicht mehr hier. Wenn diese Karte zum ersten Mal verstärkt wird. Nee, das. Diese Karte wird sich die Färbe. Nee, ich glaube, ich habe hier schon falsch. Wenn der aber geschwächt wird, der hatte nur 3. Hm. Ganz so schön jetzt die Stärke von verbündeten Karten. Ersetzt eine verbündete. Oh. Hm. Wo sind wir mal so? Weil da ist er schön in der Mitte, ne? Das ist ein Effektwert. Richtig weit. Aber irgendwie bringt das nichts. Warte. Reduziert die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten im Effektbereich da. Nee. Da. Nee. hier. So, hier. Nee, da ist aber kaputt. Ah, wird trotzdem aktiviert, okay. Aber das hat nichts gemacht. Nee. Oh Gott, wie soll ich denn das machen? Ich muss mal kurz gucken. 1, 2, 1, 2, 3. Wenn ich ihn hier platziere, dann kann ich. Von was kriegst du in den plus 10 Bonus? Keine Ahnung. Also 2 Felder von mir. Ja, hier wäre eigentlich am besten, ne? Wenn ich ihn da platziere. Ich glaube, so für ihn muss ich. Erzähl dich mal hier hin. Ne? Und dann platziere ich dich hier hin. Was? Diese Karte zum ersten Mal verstärkt, also wenn diese Karte gespielt wird. Aber ich glaube nicht, dass wir heute alle Karten bekommen, aber wir versuchen es, ne? Hm.
verstärkt wird. Ich habe doch gerade gesagt, hier verstärkt, oder? Doch. Warte. Warte. Also machen wir mal so. Und dann versuchen wir mal so. Dann versuchen wir mal so. Jetzt tun die anderen Sachen zerstören, genau. Jetzt haben wir irgendwie nichts von Red hier bekommen. Und das hat nichts gemacht. Nein, aber ich habe so ein Gefühl, ich habe ja was. Ich habe so ein Gefühl, das war schon nicht so schlecht. Hm, diese ganze zerstört wird. Ich habe so das Gefühl, das war schon nicht falsch hier. Machen wir mal so. Warte mal, 1, 2, 3. Dann platzieren wir dich mal hier hin. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber gucken wir mal. So, dann versuchen wir mal so. Aber er wird trotzdem reduziert. Okay. Warte mal, ich glaube, wir haben es. Ne, warum hast du nichts getötet? Was? Habe ich gerade falsch gemacht? Irgendwann habe ich falsch gemacht gerade. Mir ganz schön, jetzt die Stärke von Verbündeten. Oh. Ja, was habe ich gerade gemacht? Setze eine Verbündete. Oh, ich habe den falschen gesetzt, glaube ich. Oh Gott, was habe ich gerade noch mal gemacht? Den hier habe ich gemacht. Dann den hier. Dann den hier. Dann den hier. Dann den hier wollte ich machen, glaube ich. Was? Boah, Leute. Okay. Wenn diese Karte zerstört, wird die Stärke von Verbündeten von diesem Effekt getroffenen. Wenn diese Karte verstärkt wird, heißt das hier ist eigentlich das Logischste, ne? Wenn ich die hier platziere, ne, weil dann können die die erledigen, ne? Und was mache ich hier? Ist das nicht richtig so? Das habe ich schon gerade versucht, oder? Hm. Er tut ihn da oben erledigen. Den Tom, ich habe das doch gerade versucht, oder? Nicht geklappt, oder? Das war perfekte. Er wird geschwächt. Die anderen werden alle geschwächt. Okay. Habe ich das nicht gerade schon versucht? Was? Habe ich das nicht gerade versucht? Hat doch gerade nicht funktioniert, oder? Pff, egal. Ich habe genau gleich gerade versucht, aber hat nicht funktioniert. Anscheinend nicht. Na gut, jetzt habe ich es. Oder habe ich ihn in der Mitte platziert? Weiß ich nicht. So. Ich glaube, ich habe die voll die Synergy irgendwie alle haben, die ganzen Charakterkarten. Ich würde die an alle mit Charakterkarten packen, ja. Mein Gott, guck ich meine das Brett an. So, warte mal hier. Juffi. Ah, eine auflegbare Karte ausgezeichnet. Er setzt eine Verbündete Karte, reduziert die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten im Effektbereich. Alter. Ich habe noch keinen Verbündete. Oh, nee. Also die Stärke dieser Karte um 1. Das heißt, diese Karte möchte ich so schnell wie möglich spielen, ne? Versuchen wir mal. Packen wir dich mal da ein, ne? Erstmal in Sicherheit, wenn er so lange jetzt die Stadt von Verbündeten kann auf diesen.
Warte mal, schaue ich das hier beim ersten Mal? Sieht nämlich gut aus gerade. Ich meine, da kann auch richtig sein, so, ne? Bonk, bonk, bonk. Ja. Ich werde besser. Keine Ahnung, das war die einzige Konstellation, die für mich irgendwie wichtig gemacht hat. Die beiden Typen, die verstärkt werden, sicherer zu machen, ne? Und dann alles kaputt machen. Ja, okay, das war ziemlich einfach. Gut. Das ist ein Zeichen, dass ich Yuffie ja sofort bekommen habe. So, dann den Verräter, Kate Sif. Okay. Ja, gute Karten. Zum Glück sind die nicht alle irgendwie, weil nicht drei Dinger wert oder so, ne? Was ist das hier? Loveless, okay. Wo ist Kate Sif? Oh, der ist auch nur einer. Wenn diese Karte ausgespielt wird, wird die Karte Bogi deiner Hand hinzugefügt. Was? Oh, cool. Sagen Sie gerade auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke vom Verbündeten kann auf diesen Effekt Betroffenen um so und so viel. Okay. Warte mal hier. Wenn ausgespielt wird, erhöht sich die Stärke vom Verbündeten und gegnerischen Karten von diesen Effekt Betroffenen fern um 1. Oh, ich muss die gar nicht zerstören. Ich muss sie einfach nur. Aber so mal. Verstärkten gegnerischen Karten. Oh nein. Ne. Okay, noch mal. So, ich habe so das Gefühl. Das wäre die perfekte Position für den. So, jetzt muss ich nur irgendwie. Ich habe vergessen, wie der Mogi noch mal war, die Konstellation von dem. Warte mal, was? Oh, wenn sie ausgespielt wird, verdammt. Jetzt muss sie als letztes ausspielen. Na, warte mal. Nach meiner Erfahrung ist den hierhin zu platzieren eigentlich immer eine gute Wahl. Was du nochmal sehen, will ein Punktebonus von 10. Das wird nicht passieren. Obwohl, wenn ich die weiter verstärke. Guck mal. Dann platziere ich dich hierhin. Dann platziere ich dich. Ne. Aber ich glaube nicht, dass das, ne. Und da ist wahrscheinlich nicht richtig, ne. 19, ne. Ich muss das Ding ganz links platzieren. So, wie mache ich das? So. Den hier muss ich irgendwo ausspielen, um den Punktebonus. Da ganz oben muss ich den ausspielen, weil da das wenigste ist. Wie kriege ich das hin? Ich habe schon wieder vergessen, wie der hier in seinen Dings war. Ja, wo müsste ich ihn dann platzieren? Hier. Da müsste ich ihn hier platzieren. Alles klar, warte mal. Ist das lustig anzuschauen? Ich weiß es nicht. So, dich platzieren wir hier hin. Da müsste ich den Mogi hier irgendwie platzieren, um ihn zu verstärken. Ne? Ich habe so das Gefühl, das Spiel wird sich das irgendwie so denken, dass ich das machen muss, ne? So, ach. Obwohl. Jetzt komme ich hier mit Ino. Jetzt haben wir schon mal 9. Jetzt komme ich eher hin. Weil er ihn hoch. Jetzt habe ich schon wieder nicht den Jockey hier platziert. War. Soll ich da unten platzieren?
Nee, bringt nichts. Ich muss den Jockey irgendwo anders platzieren. Da oben am besten. Was war? Warte mal so. Ne? Ja, ne? Dann tue ich den Jockey hochballern. Genau. Ja. Warte. Ah, nein, das funktioniert schon wieder nicht. Ah. Ah. Warte mal, ich hab's gleich. Gehen wir noch ein paar Stunden. Eben platzieren wir hier hin. So. Ja, genau. Jetzt platzieren wir ihn hier hin. Und da bringt immer noch nichts. Was? Ah. Ich muss irgendwie schaffen, dass der Mogri entweder hier oder hier ist. Wie mache ich das? Hab du vorhin auch geschafft. Ich habe gesagt, ich muss ihn auch irgendwo da platzieren, ne? Ja, habe ich da nicht gerade versucht? Habe ich da nicht gerade gemacht? Ich doch gerade gemacht, oder? So, was? Ach, über mir tut der Item, boah. Ja, bringt aber nichts, weil ich jetzt kann ich nicht den Dio platzieren. Den brauche ich. Ach. Meine Güte. So. So. Ich kann nur ihn oder ihn als erstes platzieren, ne? So, warte mal. Ich könnte ihn versuchen, mal hier zu platzieren. Dann platziere ich ihn hier. Dann haben wir 17. Ne? War das so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wie schaffe ich jetzt? Wie komme ich jetzt irgendwie nicht mehr dazu, Dio zu platzieren? Ich verstehe nicht. So, ich gehe einfach nach Gefühl jetzt. Er macht als einziges nur da Sinn zu platzieren, ne? Jetzt muss ich irgendwie ein Brett hier breit halten für Dio. Warte. Nee. Obwohl, nee. Oder? Nee. Versuchen wir mal. Vielleicht wollen die ja gar nicht, dass ich Dio spiele, ne? So, nee, das funktioniert nicht. Obwohl, so funktioniert das. Aber nee, das wird nichts. Glaube ich nicht. Obwohl, nee. Verdammt. Das Ding muss ich auch verlinken. Vielleicht muss ich das schon früher ausspielen, ne? Vielleicht will das Spiel einfach nur, dass ich hier... Aber bringt da nichts, das Ding früher auszuspielen. Das gibt da keine Bonus auf irgendeinem anderen Feld, ne? Also ob ich das jetzt oder später ausspiele, ist da gar kein Unterschied. Macht ja gar keinen Unterschied, ne? So. Jetzt komme ich schon wieder nicht dran. Ah. Oh. Das ist so schwierig, Mann.
Das Gefühl bis hierhin ist richtig. Das sind die einzigen perfekten Orte, wo du die platzieren kannst, ne? Dann platziere ich ihn hier hin. Aber das bringt nichts. Wen kann ich da platzieren? Niemanden. Warte. Ja, warte, warte, warte. Let me cook, let me cook. Ja. Nein, mir fehlt. Nee, warte, ich krieg den 10-Punkte-Bonus. Da oben links. Ja. Ich krieg die 18 Punkte. Oh mein Gott. Ja, er kriegt jetzt 31, aber ich krieg jetzt 22 von da unten. Boah, kommen die anderen beiden Charaktere, die schaffen wir auch noch. Zit und Vincent, ne? Aber alle Charaktere. Das Spiel. Alles klar. Also ein gute Karten. Bis zum nächsten Mal werde ich ein sehr gutes Deck haben. So, Zit. Noch nicht spielbar, aber seine Kartennummer. Und jetzt auch ein Einling. Wenn diese Karte ausspielt, wird Karte Tiny Bonko deiner Hand zugefügt. Sag ich her. Ihr habt den Rang des Feldes, auf den sie abgelegt wird, und 2 an. Was bedeutet das denn? Was? Ah, oh. Warte mal, ich glaube, das ist schon richtig, ne? Warte, warte, warte. Habe ich jetzt echt mit beim ersten Mal jetzt geschafft? Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, ich glaube, wir haben es. Kann es eigentlich nur sein, ne? Ja. Darf jetzt nicht wahr sein, ne? Ja, natürlich. Natürlich hat er es mit einem Versuch geschafft, weil er so ein Gottgeber ist. Ich habe voll die pompösen Posen gerade gemacht, als ich das gesagt habe. Natürlich ist er so ein guter Gamer. So, Vincent. Oh, ich werde mir aufgehen, so ein gutes Deck bauen, wenn ich daran denke. Los geht's, Vincent. Du bist auch nur ein. Ey, das ist so geil, dass die ganzen Charaktere nur ein Ding sind, ne? Das heißt, ich kann die voll einfach in ein Deck reinbauen. Ich habe gedacht, die wären alle irgendwie so 3 Dinger, ne? Dass du hier irgendwie so 3 Felder brauchst, ne? Und dass ich die gar nicht ausspielen kann. So, auch galeanisches Biest. Ich meine, er muss natürlich als erster platziert werden, ne? So, was? Wenn diese Karte zerstört wird. Ah, okay. Das heißt, dich muss ich erledigen. Ja, um ein. Ich glaube, das haben wir auch schon beim ersten Mal, ne? Ich meine, was soll ich hier anderes machen? So, boah. 2. Was hat der denn? Ich meine, was konnte ich hier anderes machen, ne? Ja. Okay, ne. Aber jetzt auch ganz ehrlich, die haben mir hier nicht so viele Optionen gegeben, ne? Es war ganz offensichtlich, ich konnte nur Vincent als ersten spielen, ne? Also war ja klar, dass ich ihn als erstes spielen musste. Okay, nehme ich. Natürlich schaffe ich das noch in einer Stunde, weil ich so ein Gottgeber bin. Ich muss schon wieder mit meinem Arm am Rumzappeln. Yay, cool, wir haben jetzt voll coole Karten. Alle Andenkenkarten der Gatter. Boah. Und die habe ich mehr oder weniger alle umsonst bekommen. Ohne irgendwie ein gutes, oh dein, oder ein gutes Deck irgendwie bauen zu müssen. Andenkenkarten, wow. Na, das beim nächsten Mal. Oh Gott, wo macht man das nochmal? Kartendecks hier. Erst beim nächsten Mal werde ich hier einige Änderungen machen mit meinem Deck, ne? Boah. Nicht all die Charakterkarten hier reinpacken. Anstatt irgendwelche namenlosen Monster, ne? Nebenbei noch ein paar Essbar, ne? Da ist genau wie in Final Fantasy 8, wo du hier auch die ganzen Charaktere-Karten hier freischalten konntest, ne? Das ist auch irgendwie dein Deck nur voll gefüllt mit Essbars,
und Bossen und so. Die spielbaren Charaktere, Squall, Quistis, Xell, Irvine, Renoir, Selfie. Also einfach alle spielbaren Charaktere da reingepackt, weil die einfach die mächtigsten sind und die hatten halt nicht so eine Regel, wo du halt nur so und so viel Charaktere da spielen konntest. Was macht der da hinten? Barrett. 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 Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.